Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Elke, unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und habe heute wieder eine schöne Kartenidee für dich. Ich habe schon länger überlegt, dass ich mal eine Karte gestalten möchte mit einem Kartenset von Stampin'Up. Das nennt sich Memories and More oder Erinnerungen und mehr. Diese Kartensets sind eigentlich gedacht, um Erinnerungsalben zu gestalten. Da bietet Stampin'Up Alben und auch Hüllen für an, wo du halt diese Karten reinstecken kannst und ergänzt mit ein paar Bildern ganz schnell schöne Alben erstellen kannst. Aber du kannst diese Karten natürlich auch nutzen, um schöne Karten, also Grußkarten zu gestalten. Und ich habe einerseits diese Karte und zum anderen diese Karte gestaltet. Ich habe mir einfach überlegt, dass ich zwei Karten auf einmal gestalte, weil du ja aus einem DIN A4 auch immer wunderschön zwei Kartenbasen kriegst. Ja, wenn dich das interessiert, wie diese zwei Karten entstanden sind, dann bleib kurz dran. Ich ziehe auf meinen Arbeitsplatz um und dann zeige ich dir, wie ich diese Karten gebastelt habe. Gerade im Vorspann gesagt, möchte ich dir heute zwei schnelle Karten zeigen, die du super gut mit diesen Memory and More Kartensets gestalten kannst. Ich habe hier aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog das Kartensortiment Blütenfantasie. Ich fand das Stempelset und die Stanzen auch sehr, sehr schön, habe mich dann aber entschlossen, einfach mir mal dieses Kartenset zu holen und damit zu arbeiten. Ein paar Karten habe ich tatsächlich schon mal so als kleine Grüße genutzt. Dieses hier mit den Vögeln gibt es nämlich auch als kleines und da habe ich einfach dann einen kleinen Gruß drauf geschrieben. Ich wollte hier einfach mal so ein bisschen zeigen. Also hier gibt es halt so gemusterte und die sind halt auch zweiseitig. Und eigentlich sind diese Karten halt gedacht für, wie es ja sagt, Erinnerungen und mehr. Für so Scrapbooking. Stampin' Up hat ja kleine, ach, die ist noch besser, die brauche ich gleich für meine Karte oder für meine Kartenideen. Du kannst ja bei Stampin' Up Ordner und Hüllen holen, bekommen, wo du ganz schnell dir dann halt schöne Seiten zaubern kannst und deine Erinnerung festhalten kannst. Und dieses Set fand ich einfach sehr schön. Ich war erst ein bisschen skeptisch mit dem Schwarz, Weiß und Rosa, aber jetzt so im Laufe der Zeit habe ich wirklich festgestellt, dass ich das wirklich sehr gerne mag. Ich blätter hier, wie gesagt, jetzt mal so ein bisschen durch, dass du so einen Eindruck kriegst. Die sind leider immer in Englisch, das finde ich ein bisschen schade, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also ich nehme dann halt tendenziell eher die Seiten, wo halt kein Spruch ist. Aber You Are My Sunshine ist auch ganz süß. Das kann man auf jeden Fall auch immer noch nehmen. Also es, wie gesagt, die sind zweiseitig. Jetzt hier ist es so quer und hier ist es hochkant. Und ja, ich wollte dir einfach mal die Idee mitgeben, dass man mit diesen Karten einfach ganz schnell und wunderbar halt auch eine Grußkarte basteln kann. Hier zum Beispiel so mit so einer Blume, wo Love draufsteht, ist vielleicht auch ganz schön für den Valentinstag. Und dann gibt es hier, ich muss mal gucken, hier waren doch auch so dunkle Karten, wo man das vielleicht besser sehen kann. Hier gibt es dann halt einmal Memories als Ausstanzung und Smile und dieses Außenrum ist dann so ein Rahmen, den du einfach auf eine dunkle Karte schön setzen kannst. Das ist halt auch wirklich schön, einmal halt für dieses Set, Kartenset, wenn du es nutzt als Scrapbooking. Für Scrapbooking, aber du kannst das halt auch hier nehmen. Und hier sind auch so Aufkleber. Our story right now, where the heart is, finde ich, geht schon noch. Und dann sind halt hier diese Blüten und Blätter und das kannst du einfach abtrennen und dann ist das ein Aufkleber. Und hier hast du nochmal die Worte lovely, today und hello. Und hier sind nochmal Herzen und diese Blüten einfach halt ausgestattet. Lasert, würde ich fast sagen, als Aufkleber. Die kannst du halt nehmen. Dann ist hier auch noch so eine Folie, die du wunderbar hier auch mit so einem dunklen Hintergrund nehmen kannst. Und die ist halt so leicht transparent. Da könntest du auch einfach ein schönes Foto hintersetzen und dann diese Folie drüber. Und fertig hast du halt eine schön gestaltete Karte oder Seite halt in deinem Erinnerung und Mehralbum. Ja, das sind wie gesagt hier so ein Teil der Karten.
Ich habe mir jetzt für meine Kartenideen, ach, was ich noch sagen wollte, die Farbkombination für dieses Blütenfantasie, Erinnerungen und Meerset, das ist halt schwarz-weiß und, also schwarz-flüsterweiß und Puderrosa aus den aktuellen Incala. Ja, und für meine Karten habe ich mir heute ausgedacht, dass ich zwei Karten mache, und zwar sehr ähnliche. Und zwar habe ich mir hier einmal so eine große Karte rausgesucht mit diesem floralen Muster und dem Rosa und eine Blüte und diese Vögel mit dem Herzchen. Das finde ich halt super schön. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das werden also die Karten. Und ich habe mir überlegt, dass ich auf dieses Stück einfach dann noch die Grüße draufschreiben werde, die ich dann hier unten noch ergänzen werde. Ja, und starten werde ich heute mit der Basis, mit der Kartenbasis. Und die nehme ich in, da habe ich mir in DIN A4 Puderrosa Karten Farbkarton genommen. Den länge ich mir jetzt einmal kurz ab auf 29. Das ist ja so der Klassiker, dass ich das erstmal für mich entschieden habe. Ich mag es lieber, wenn es abgelenkt ist und ich dann als Kartengröße halt 14,5 mal 10,5 habe. Und ich möchte jetzt im Querformat die Karten haben. Deswegen falte ich das jetzt. So kriegst du halt immer gleich zwei Karten aus einem Stück und in einem schnellen Arbeitsgang. Ich falte mir das jetzt bei 10,5. Ich hoffe, das verwirrt dich nicht zu sehr, aber das sind halt so, ja, da kommt man mit der Zeit rein, dass das so die Kartenbasen sind, ne? Und jetzt habe ich halt 10,5 so gefalzt und schneide das hier in 14,5 bei 14,5 in der Mitte durch. Und habe jetzt im Querformat zwei Kartenbasen. Ich falte das mal kurz, dann erkennst du das sofort. Und so hast du dann halt ruckzuck aus einem DIN A4 diese zwei Kartenbasen. Und ich hatte gerade noch die Idee, dass ich vielleicht dann wirklich einen von den Aufklebern innen rein als Deko klebe und keine weiße Kartenbasis mache, denn auf diesem Rosa kann man ja wirklich schön schreiben. Also haben wir jetzt die zwei Kartenbasen. Nennt man das Basen? Ist auch egal. So, dazu schneide ich mir jetzt diese Karten ein wenig kleiner. Die haben ein Maß von 15,2 mal 10,1. Und ich schneide die jetzt einfach auf 14 in der Breite und ich gucke mal und auf 10 in der Länge, sodass ich also eine 14 mal 10. Einen 14 mal 10 Aufleger habe, Kartenaufleger. Das mache ich mit beiden Karten. Also ich arbeite jetzt parallel wirklich beide Karten, sodass ich dann zum Schluss zwei Grußkarten habe. 14 mal 10, wie gesagt, der erste Kartenaufleger. Für beide Karten. Naja, ich brauche es gleich nochmal, aber ich lege es kurz zur Seite. So sind die Aufleger. Die klebe ich jetzt auch erstmal gleich auf. Dann haben wir das. Dafür nehme ich hier den Flüssigkleber. Nehme da nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Hier muss ich nochmal ein bisschen aufgeben, dass die Kartenbasis auch wirklich da drauf kleben bleibt. Das Schöne ist ja bei dem Flüssigkleber, dass du es noch ein bisschen verschieben kannst, sodass das gut ringsum den gleichen Abstand hat. Und dann drücke ich das schön fest. Hier bei dem Muster passe ich schon drauf auf. Man sieht schon ein bisschen, die Blüten gehen nach oben. Das hat schon so einen Verlauf. Also gar nicht, ob man das so sieht. Es würde wahrscheinlich nicht groß auffallen, aber die Zweige gehen so nach oben mit den Blüten und die Blüten hier oben sind halt oben an den Zweigen. Also da ein bisschen Acht geben,
finde ich immer. Ja, man ist dann irritiert, wenn es andersrum ist. Ist genauso, wenn man Schmetterlinge auf dem Kopf fliegen hat oder ja, also es gibt viele Muster, wo es egal ist, oben und unten, aber bei so einer Blüte, die wächst halt einfach nach oben und nicht nach unten. So, dann klebe ich hier noch den zweiten Kartenaufleger drauf. Also du siehst, ich arbeite wieder ein bisschen Ton in Ton. Das mag ich einfach sehr gerne. Und jetzt kannst du überlegen, ob du die Karten schräg aufsetzt oder gerade. Ich habe mir überlegt, ich setze sie so ein bisschen schräg auf und mache dann hier unten den Gruß drauf. Und ich klebe auch den jetzt, die Karte auch einfach flach da drauf. Gestempelt wird heute wirklich sehr wenig. Das Einzige, was ich gleich als Stempel ist, der Gruß, der oben drauf kommt. So. Und wie du siehst, es ist immer eine Seite irgendwie was Bildhaftes, auf der anderen Seite ein Muster oder Sprüche und sehr vielfältig halt die Karten und so ein Kartenset. Wie gesagt, da kannst du dir dann halt recht schnell mit ein bisschen kleinen Zusatzsachen wirklich schön schnell eine Karte zaubern. So, dann habe ich mir überlegt, dass ich zwei unterschiedliche Sprüche für die Karten nehme. Einmal, na, muss ich hier nochmal ein bisschen runter drücken, dass das wirklich festklebt. So, ich habe mir überlegt, dass ich zwei Stempel nehme. Und zwar wollte ich für diesen hier aus dem Schmetterlingsgruß sende dir eine Umarmung und liebe Grüße draufsetzen. Das finde ich sehr passend. Und hier hatte ich die Überlegung, zu zweit ist alles einfach schöner zu nehmen. Und das auseinander zu schneiden und dann hier einfach draufzusetzen. Vielleicht zu zweit ist einfach alles schöner hier unten hinzusetzen. Ich werde das einfach mal stempeln und auseinanderschneiden und dann schaue ich, wie ich das positioniere. Hier habe ich jetzt irgendwie ein paar Klebereste drauf, wo auch immer sie herkommen. Ja, und dafür habe ich überlegt, nehme ich mir jetzt einfach diese Karte, die so ein bisschen Schattierung hat und werde mit dem Memento schwarzen Stempelkissen auf das Rosa stempeln. Normalerweise stempel ich ja nicht so gerne mit Schwarz. Habe mich jetzt aber doch mal entschieden, dieses Schwarz zu kaufen, diesen Memento Stempelkissen. Und hier passt es halt einfach auch wirklich gut. So, dann ziehe ich mir mal das erste auf den Acrylblock. Da muss ich einen anderen nehmen. Passt der? Ja, der geht. So. Und dann stempel ich das einmal. Das ist ganz frisch und ganz neu. Ich habe es noch gar nicht benutzt. Das ist wirklich Premiere. Hier habe ich jetzt wieder den transparenten Stempel. Dann nehme ich mir die Stempelmatte und lege die da drunter, weil dann die Abdrücke einfach wirklich schöner werden. Okay, das ist so ein ganz festes Stempelkissen, nicht so von der Oberfläche wie unsere anderen Stempel. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt so auf Anhieb klappt. Gibt dem ganzen Hauch einzuziehen wieder in die Karte. Ja, wirklich schön. Also, ja, schöner Abdruck. Vielleicht werde ich doch noch zum Schwarz-Fan. Ja, und wie gesagt, auf dem anderen, da wollte ich ja den Spruch und zu zweit ist alles einfach schöner. Den habe ich mir jetzt hier einmal drauf gezogen. Da drehe ich mir einfach die Karte um. Und stempel mir das hier unten drauf. Dafür bräuchte ich jetzt eigentlich nicht die Stempelunterlage, weil ich hier ja den Gummistempel habe, der selber ja noch so eine Gummierung hat. Aber
Stört auch nicht, wenn es drunter ist. So. Dann schneide ich mir das jetzt mal. Ach nee, ich mache es lieber nicht von Hand. Ich bin da wirklich nicht so gut drin. Ach, was mache ich denn jetzt? Kleines Chaos hier angerichtet. So. Die zwei Grußkarten. Und dann muss ich hier mal gucken. Ich glaube, hier bin ich ein bisschen ein Hauch schief von dem Stempeln, aber das macht jetzt nichts. Ich lasse es einfach so. Lieber einen Hauch schief, als dass es hinterher doof aussieht. Ich schneide das jetzt einfach bei 2 cm ab. Und dann habe ich oben und unten einen gleichmäßigen Abstand. Das ist dafür ganz schön. Und hier schneide ich es mir jetzt auch einfach mal bei 2 cm ab. Ein bisschen weniger. Und ja, da hatte ich ja die Idee, dass ich das auseinanderschneide. Ich probiere das jetzt einfach mal. Wenn es doof aussieht, kann ich ja immer noch mal nochmal neu starten. Na, ich muss es andersrum schneiden, dass ich hier mich an der Schrift orientieren kann. So. Mal gucken, ob das passt, wenn ich das gleich habe. Ja, ich glaube, das wird ganz schön. Ein bisschen wie ein Erpresserbrief. Muss ich immer dran denken, wenn ich so Karten damit sehe. Aber ich finde es halt eigentlich auch ganz schön. Aber es ist halt, es erinnert mich einfach immer an Erpresserbriefe, wo man Wörter aus der Zeitung ausschneidet. Wahrscheinlich ist es auch daran angelehnt. Oh, hier muss ich aufpassen, dass mir da die Schrift nicht verwischt. Das Und fand ich jetzt halt nicht so schön. Das ist ja bei dem Stempelset Blühende Worte hat man ja immer diese Zweiersets quasi. Und zu zweit ist einfach alles schöner. Passt halt gut zu Die Ehe ist eine Reise. Vielleicht auch zu einem anderen. Ich habe es noch nicht so ganz. Vielleicht auch zu Die Welt ist ein schönerer Ort, obwohl dazu gehört eigentlich, seit es dich gibt. Auf jeden Fall ist ja auch egal. Es sind immer so Doppeldinger und ja. So, hier nehme ich mir jetzt, gucke ich erstmal, wie ich das positioniere. Ach so, das wollte ich ja gar nicht so rum. Das wollte ich ja zu den Vögelchen. Zu zweit ist alles einfach schöner. So. So werde ich es, glaube ich, draufsetzen. Das finde ich wirklich schön. Und das, ich sende dir eine Umarmung. Das sende ich, klebe ich hier sehr gerade drauf. Damit fange ich auch an. Das ist einfacher. Bei dem anderen muss ich mal gleich gucken, ob da die kleinen Mini-Dimensionals gut hinterpassen. Hier setze ich einfach drei von den normalen großen Dimensionals hin. Und ja, löse wieder die Trägerfolie ab. Und dann setze ich das hier so gleich im Abstand rechts und links hin. Sehr schön, und da muss ich mal ganz kurz Mini-Dimensionals hervorzaubern und mal gucken, ob das passt. Nein, die sind auch zu groß noch. Dann entscheide ich mich einfach und mache es noch flach da drauf und mache es einfach mit den Mini-Glue-Dots. Dann ach Quatsch, ich nehme einfach hier ein bisschen Tombow.
weil ich es einfach jetzt auch flach aufklebe, weil ich da jetzt keine Lust habe, irgendwelche Dimensionals zu zerschneiden und das ist mir einfach jetzt auch zu aufwendig. So, jetzt hat die Flasche eine ganze Weile gelegen und dann ist auch der Kleber nicht mehr so wirklich parat. Zu zweit. Mal ein bisschen einen kleinen Hauch hier verstreichen, damit ich da nicht zu viel dran habe. Da wäre jetzt vielleicht auch einfach eine Pinzette schön gewesen. Zu zweit ist alles einfach schöner. Kleber da drauf und dann das hier so drauf. Natürlich hast du jetzt immer noch die Möglichkeit, da noch mal ein paar Glitzersteine oder irgendwas drauf zu setzen, aber ich bin doch auch ein Freund von diesen einfachen, schlichten, schönen Karten. Wie gesagt, was man jetzt hier noch machen könnte und was ich jetzt auch machen werde, ist, ich werde mir hier aus dem Kartenset, da habe ich ja diese Aufkleber. Und ja, da werde ich einfach hier von den Herzchen, werde ich einfach eins hier reinkleben oder die zwei. Das eine hierhin, das andere daneben. Dann ist das so ein bisschen wie eine Valentinskarte. Und hier habe ich ja die Blüte. Dann nehme ich einfach hier diese etwas kleinere von den zwei Blüten und die setze ich mir auch hier rein. Und schon habe ich zwei wunderschöne Karten dekoriert. Ja, ich hoffe, die Idee gefällt dir und zeigt dir auch nochmal, dass diese Memory und More oder Erinnerungen und mehr Kartensets wirklich schön sind, um auch daraus einfach schlichte, schöne Karten zu machen. Oder schlicht ist diese ja gar nicht. Die sind wirklich einfach sehr, sehr schön, finde ich. Und ja, ich hoffe, die Idee und die Anregung gefällt dir. Vielleicht auch genau dieses Kartenset. Das ist ja noch aktuell verfügbar im Frühjahr-Sommerkatalog. Aber auch im Hauptkatalog gibt es einige Kartensets zu den Erinnerungen und mehr, die man wirklich gut nutzen kann, um sich halt, wie gesagt, diese Fotoalben zu gestalten oder Scrapbooking-Seiten zu gestalten. Aber es ist halt auch wirklich eine schöne Idee, um einfach eine schöne, schnelle Karte zu basteln. Ja, das ist meine heutige Idee und Anregung für dich. Und ja, wünsche ich dir einfach jetzt alles Gute und eine gute Zeit. Hoffentlich hast du auch ein bisschen Zeit zu basteln. Und ich freue mich einfach, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Tschüss.